Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video habe ich einige News für Season 15 für euch am Start. Wir schauen uns so gut wie alle bisherigen Leaks an, worunter die Legende, das Erbstück und die ganzen Events gehören. Wir beginnen auch direkt bei der Legende für Season 15 und hier bekommen wir, wie wir eigentlich auch schon länger wissen, Catalyst. Catalyst ist weiblich und dass sie es wird, wissen wir durch den großen Leak von vor 2 bis 3 Seasons, in dem die Legenden für die nächsten 5 bis 10 Seasons oder so geleakt wurden. Und außerdem hat sich dieser Leak für Catalyst jetzt gewissermaßen auch nochmal bestätigt, da Karl Rindo ein Holospray unter ihrem Namen gefunden hat. Die Fähigkeiten von ihr sind auch schon lange bekannt. Sie wird wohl eine eher defensive Legende sein und Strukturen platzieren können, also wenn man so will, ähnlich wie in Fortnite, aber natürlich nicht ganz so extrem, also das ist eigentlich nicht zu vergleichen. Mit der taktischen Fähigkeit kann sie nämlich treppenartige Strukturen platzieren und diese wahrscheinlich auch bis zu 5 übereinander platzieren, und mit der ultimativen Fähigkeit kann sie nämlich wie beim Lift von Horizon, nur dass sie nicht nach einer gewissen Zeit weggeht, eine Art Mauer nach oben ziehen. Sie selbst kann ihre erbauten Strukturen per Knopfdruck wieder mitnehmen bzw. halt zerstören, aber wie es beim Zerstören ist, also wenn zum Beispiel Gegner drauf schießen oder so, kann ich euch leider nicht sagen. Es sollte aber ähnlich wie bei den Barrikaden von Rampart oder Newcastle sein, denn andernfalls wäre es halt einfach safe zu OP. Ihre passive Fähigkeit hört sich auch interessant an und wird sie vor allem in Kombination mit bestimmten anderen Legenden sehr effektiv machen. Und zwar werden alle Türen und platzierbaren Gegenstände von anderen Legenden, die in der Nähe von ihren Fähigkeiten stehen, mehr Leben haben. Das bedeutet, dass man zum Zerstören von Türen dann wahrscheinlich irgendwie 3 statt 2-mal treten muss, was manchmal, denke ich, echt sehr gut und überraschend sein kann, und in Kombination mit bestimmten anderen Legenden wie eben Rampart oder Newcastle ist Catalyst dann sicherlich auch echt gut, denn die Barrikaden haben ja so schon nicht sehr wenig Leben, aber durch Catalyst halt nochmal deutlich mehr. Dennoch finde ich persönlich die Passive an sich nicht sonderlich gut, da sie nur in Kombination mit den richtigen Legenden oder bei Türen wirkt. Die anderen beiden Fähigkeiten hören sich dafür, finde ich, aber schon recht interessant an. Denkt aber daran, dass dieser Leak zusammen mit den Leaks von Newcastle und Vantage kam und dort auch noch ein wenig geändert wurde. Also es muss nicht sein, dass Catalysts Fähigkeiten genauso wie hier beschrieben kommen. Ich könnte mir speziell bei der Passiven noch eine Änderung vorstellen. Als nächstes ist bereits auch schon der Name zusammen mit ein paar Skins für den Season 15 Battle Pass bekannt. Der Name wird Magic Goth, also sowas wie magischer Gothic sein, und bei den Skins haben wir einmal 4 epische Skins für Loba, Seer, die R301 und die Alternator und natürlich auch schon einige seltene Skins. Falls ihr by the way Dragon lest, dann wundert euch nicht, denn das steht für die Rampage. Das Collection Event für Season 15 ist auch teilweise schon bekannt, und zwar wird es den Namen Magic Snow Beast, also vielleicht sowas wie magisches Schneebiest, tragen. Und hier bekommen wir einen legendären Skin für Newcastle und epische Skins für Horizon, Maggie, Mirage und Wave. Zu guter Letzt ist auch schon etwas zum thematischen Event in Season 15 bekannt, und zwar wird es den Namen Magic Witch, also sowas wie magische Hexe, tragen und epische Skins für Lifeline, Revenant, Rampart und Vike sowie seltene Skins für die Alternator und für Wave mit sich bringen. Bei all diesen Events ist aber kein genaueres Aussehen der Skins bekannt. Wie dem auch sei, ist in Sachen Erbstück für Season 15 auch schon etwas bekannt, und zwar hat Oz gepostet, dass in Season 15 ein Erbstück für Horizon und in Season 16 ein Erbstück für Seer kommen soll. Darauf können wir uns auf jeden Fall noch nicht zu 100% verlassen, speziell beim Erbstück von Seer, denn bis dorthin ist es halt noch ein ziemliches Weilchen, aber bisher sieht halt alles danach aus. Und um nochmal zum Season 15 Prestige Skin zu kommen, wir wissen ja bereits, dass Wave den nächsten Prestige Skin bekommen soll, und da es diese Season voraussichtlich ja keinen neuen Prestige Skin geben wird, wird dieser dann wohl höchstwahrscheinlich in Season 15 kommen. So, und das waren soweit auch alle neuen Leaks für Season 15. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst wie immer gerne noch eine Bewertung und eure Meinung zu dem Ganzen hier in den Kommentaren da, und ja, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.